Die Inflation in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung angestiegen. Angeheizt von den massiven Energiepreissteigerungen infolge des Ukraine-Kriegs. Die Verbraucherpreise lagen um 7,3% über dem Wert des Vormonats, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Februar hatte die Inflationsrate noch 5,1% betragen. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Ende Februar waren die Preise für Öl und Gas drastisch gestiegen, was für Verbraucher das Heizen und Tanken deutlich teurer macht. Nachgefragt bei Stefan Wolf an der Frankfurter Börse. Ja, es wurde erwartet, aber dennoch ist es schon ein Schock für Verbraucher, wenn sie an der Tankstelle oder an der Supermarktkasse stehen und deutlich mehr Geld auf den Tisch legen müssen. Wie hart trifft es uns? Das trifft schon sehr hart, wenn man sich anschaut, wo die Preissteigerungen besonders durchgeschlagen haben. Und sie sind durchgeschlagen. Sie haben die hohen Energiepreise genannt. Man braucht Energie, um Lebensmittel zu erzeugen. Deshalb werden auch Lebensmittel teurer. Und dort ist es dieses Mal tatsächlich besonders durchgeschlagen. Vor allen Dingen dort, wo der Deutsche derzeit hamstert, nämlich bei den Speiseölen. Da gingen die Preise um 17% nach oben. Rapsöl übrigens 30% teurer. Gemüse, frisches Gemüse ist 15% teurer als vor Jahresfrist und für Kaffee muss man 9% mehr hinblättern als im März 2021. Dieser Preisauftrieb kommt nicht von ungefähr, er rührt tatsächlich von dem Schub her, den die hohen Energiepreise genommen haben, denn Heizen und Tanken ist drastisch teurer geworden im zurückliegenden Monat, zum Beispiel bei Heizöl. Das hat sich innerhalb von 12 Monaten 144% verteuert. Benzin und Diesel sind fast 50% teurer und Erdgas ist 42% teurer. Und weil nun ein großer Anteil von unserem Strom aus Erdgas hergestellt wird, gewonnen wird, ist eben auch Strom teurer geworden um 17%. Das heißt, die Lebenshaltungskosten insgesamt sind drastisch gestiegen und das trifft quasi jeden Bereich. Das ist ja der höchste Preisanstieg seit mehr als 40 Jahren. Da fragen sich viele, wo geht das hin? Ja, die Frage gebe ich weiter. Wird es noch teurer? Ja, davon ist erst einmal auszugehen, dass der Preisauftrieb weiter anhält. Wie es sich dann weiterentwickelt, ist offen. Und da ist die Parallele gar nicht schlecht. Als das letzte Mal die Inflationsrate in Deutschland so hoch war, da schrieb man das Jahr 1981. Der erste Golfkrieg war ausgebrochen. Iran und Irak hatten sich gegenseitig den Krieg erklärt. Und das hat natürlich sofort Einflüsse auf die Ölproduktion gehabt, was den Ölpreis hat durch die Decke gehen lassen. Jetzt sind die Energiepreise so stark gestiegen wegen des völkerrechtswidrigen russischen Einmarschs in die Ukraine. Und das bedeutet eben auch, sollte sich eine Friedenslösung finden, dann könnte sich da die Lage relativ schnell wieder entspannen. Derweil ist man ja fieberhaft auf der Suche nach Alternativen zu russischem Öl, zu russischer Kohle und zu russischem Gas. Und eines weiß man eben ganz bestimmt, man kann vielleicht Alternativen finden, aber billig werden diese nicht. Wie schätzen Sie es denn ein? Wie lange werden wir mit diesen hohen Preisen zu tun haben? Also mit den hohen Inflationsraten wird man wahrscheinlich nicht mehr allzu lange zu tun haben. Bis im Sommer scheint da der Höhepunkt erreicht zu sein. Dann könnten die Teuerungsraten wieder langsam zurückkommen. Aber das bedeutet natürlich im Umkehrschluss nicht, dass die Preise auch zurückgehen. Natürlich wird es eine gewisse Entspannung an den Ölmärkten geben. Und das wird dann auch irgendwie auf die Lebensmittel durchschlagen. Aber erst einmal sind die Preise da, wo sie sind. Und so mancher sagt, sie sind gekommen, um genau da zu bleiben. Das heißt also, man wird sich wohl oder übel mit diesen höheren Lebenshaltungskosten anfreunden müssen. Und müssen wir denn aufgrund dieser hohen Inflation sogar auch Einbußen beim Wohlstand in Kauf nehmen? Was bedeutet das denn für Verbraucher und Verbraucherinnen? Nun, die Rechnung ist ja relativ einfach. Dass den Euro, den ich an der Zapfsäule ausgegeben habe, den kann ich woanders nicht mehr ausgeben. Das heißt, entweder ich spare ihn ein oder ich bin in der glücklichen Lage, mehr Geld zur Verfügung zu haben. Dann kann ich anderweitig eben auch das Geld weiter ausgeben. Aber es ist ja schon jetzt so, dass viele Familien wirklich vor der Wahl stehen, ob sie nun in den Supermarkt einkaufen gehen oder ob sie den Tank ihres Wagens vollfüllen, weil beides zusammen eben nicht geht, weil es schlicht und ergreifend zu teuer ist.
Das könnte zu Spannungen führen, gar zu sozialen Unruhen, heißt es bei vielen Politikerinnen und Politikern. Und die sind auch entsprechend alarmiert. Die Überlegungen sind ja da, für Abhilfe zu schaffen. Es könnte also gut sein, dass der Staat hier in diese Marktmechanismen eingreift und die Preise ein wenig absenkt und den Preisauftrieb so abmildert. Das kann er am ehesten bei der Energie machen, denn da ist der Steueranteil und der Abgabenteil mit am höchsten. Aber ob das so schnell funktioniert und wie man das Ganze dann wieder reinholt, das ist dann eben auch die andere Frage. Denn das Geld, was der Staat ausgibt, das kann er auch nicht zweimal abgeben. Das muss er sich dann auch irgendwann mal wiederholen. Im Zweifel dann bei den Kindern und Enkeln der heutigen Generation in Form höherer Steuern. Also ist das überhaupt möglich, so kurzfristig gegenzusteuern? Man kann kurzfristig gegensteuern. Das könnte zum Beispiel auch die Europäische Zentralbank machen, indem sie die Zinsen drastisch anhebt. Nur auch das hat natürlich einen Preis. An allen Dingen, die in der Wirtschaft passieren, klebt ein Preisschild. Und das Preisschild, das auf höheren Zinsen klebt, das bedeutet weniger Wachstum, weniger Investitionen der Firmen, weniger Einstellungen, weniger Jobs. Das heißt also im Endeffekt, höhere Zinsen kosten Jobs, kosten Arbeitsplätze, kosten Wirtschaftskraft und Wirtschaftsleistung. Es ist also sorgsames Abwägen gefragt. Dankeschön nach Frankfurt, Stefan Wolf.